Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge hier im Brick Penthouse bei Nacht mit unserer Vampir Family. Unsere Violet, die macht noch die Hausaufgaben. Wir wollen heute mal gucken, dass wir mit dir die Kräuterkundefähigkeit erlernen. Ja, das ist nämlich ganz wichtig, denn die Leute haben dafür gewotet und das ist eine Sache, die wir noch gar nicht kennen. Hier im Let's Play vor allen Dingen. Und deswegen müssen wir das mal angehen. Ja, Rosie, die wurde letztes Mal befördert zur Assistentin der Geschäftsleitung. Hört sich besser an, als es ist. Business Level 3. Berichte ausfüllen hast du abgeschlossen. Jetzt lernt ihr noch ein bisschen mit der Ruby. Sehr schön. Und der Blue, der ist noch ein Rechner hier. Halt mal in seiner Vampirform, hallo. Blue hat keinen Job. Ja, aber der hat letztes Mal der Violet so ein bisschen der Vampir-Training angeboten, zumindest mal. Ne? Hast du die Hausaufgaben bald mal fertig? Komm. Danach machst du bitte mal dunkle Meditation. Das müssen wir nämlich nur machen. Und dann gucken wir auch, dass wir das mal erlernen. Weil, ja, es ist auch. Denkst schon wieder an Babys hier, wie weltweit ich Baby täte. Sind wir mal halb lang, ja, bist noch Teenagerin. Sagst du noch nicht. Ja, 13 Tage noch. Ja, ja, da ist noch ein bisschen Zeit. Die böse, niederträchtige, aber selbstsichere Violet. Ja. Hier mit Papa und Oma. Blue und Red. Ach, wie schön. Mehr Generationen sind. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal mache irgendwie. Komm, lern mal schneller hier. Wir müssen jetzt mal dunkle Meditation machen und dann auf den Weg machen. Ich glaube, du musst morgen auch zur Schule. Das ist ein bisschen schlecht. Und mal gucken, ob es in der. Oh, fertig. Mal gucken, ob es in der Strandwelt dann auch mit der Mod auch die Kräuter noch gibt oder ob die Pflanzen auch ersetzt wurden. Denn die müssen wir uns suchen, ne? Schätzelein. Om nom. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Guck mal. Es hat schon was gebracht hier. Jabba dabba du. Wir müssen mal gucken, ob wir. Ja, bist du wieder fit? Komm, zieh mal dein Outfit um. Dunkle Form verstecken, weil wir wollen da die neue Frisur sehen. Die gab es nämlich letztes Mal auch. Ja, durch euren Vote. Ganz klar. Und dann reisen wir doch jetzt einfach mal, oder? Wir gehen jetzt mal in den Urlaub mit der Family. Kannst du nicht? Kannst du das nicht? Oder was? Komm, da kannst du auch. Telefonstreich spielen. Urlaub nehmen. Wir gehen jetzt mal in den Urlaub mit der ganzen Family. Natürlich. Natürlich. Ja. Komm. Und dann machen wir das doch. Du hast auch Durst. Ja, ihr habt Plasmafrüchte. Ihr habt noch ein paar im Inventar, ne? Habe ich euch doch hier, genau. Kannst du gleich mal essen. Ja, wir hätten gerne mal einen Urlaub hier. Wir haben zwar nicht viel Geld, aber trotzdem. Dankeschön. So. Wir reisen nach Granite Falls. Ich habe die Mod noch drin, die Welt in eine Urlaubsnachbarschaft verwandelt. Ich glaube, wir müssen aber ins Modern Treehouse, weil das Pastel Beach und die Casa Color, die sind wirklich zu teuer. Da können wir nicht mal einen Tag hier aus. Doch einen Tag schon, aber auch nicht länger. Machen wir das hier mal. Ja, ihr müsst eh nicht alle schlafen im Bett. Das ist völlig überbewertet. Ich mache mal 2 Tage. Verlängern kann man ja immer noch. Aber ich denke, das reicht auch mal, um da ein bisschen rumzustreifen durch die Wälder. Dschungelwälder, wie auch immer. Und das mal irgendwie kennenzulernen, was es da so gibt. Und ich hoffe, wir finden ein paar Kräuter, die wir dann grillen können. Ich hoffe doch. Was gibt's denn hier? Erdbeerstrauch. Ich hoffe, da gibt's auch richtige Kräuter, also Outdoor-Leben-Kräuter. Dann müssen wir die Mod wieder rausschmeißen. Level 8 der Erziehungsfähigkeit hier. Hey, ich hätte mir gern so ein Buch, Jungschen, hier. Frag mal den da. Freundlich vorstellen. Du machst das mal. Du besorgst mal ein Buch und Daniel besorgt mal. Komm, wir gucken mal hier in die Strandkabine rein, ob es da irgendwas gibt. Wälder erkunden. Zubehör kaufen. Medizin kaufen, Bücher kaufen. Können wir hier Dings kaufen? Können wir hier, Fähigkeiten, können wir hier Dings gucken hier. Kräuterkunde. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Kräuterkunde, Band 1. Komm, dann kaufen wir das gleich mal hier. So, weil wir wollen ja Meisterin auch werden, oder? Jetzt geht's. Jetzt wird gebraut. Genau, jetzt wird gebraut. Vielen Dank für deine Bestellung.
Lass du das Mädchen hier jetzt alleine mit dem Hundi oder was? Creepy, pass mal auf die Ruby auf. Kann man da irgendwie sagen hier? Komm, du spielst mal mit dem Hundi. Streicheln. Freundlich. Nachmachen. Wow. Und was sagt er hier so? Ja, ich bin die Business Lady aus der City. Ja, hallo, was könnt ihr denn hier uns anbieten? Sie sehen echt hübsch aus. Hier, wie so eine Statue, du. Selber, bla bla bla. Aha, immer diese Touristen, ja, fliegen einfach weg. So, du lernst jetzt ein bisschen, oh, wie schön das Licht hier auch ist. Bam, bombastisch hier, was für eine Aussicht. Girls in the Jungle hier. Wir gucken jetzt mal, wo wir hier noch Kräuter finden. Ob ich da noch irgendwas entdecke hier. Das ist unser Baumhaus übrigens da oben. Ansonsten, ja, das ist echt schlecht. Das ist alles noch gar nicht gewachsen hier, ne? Pflanze ansehen. Das ist wie so, ne, so ein städtisches Girl hier. Pflanze ansehen. Da, Pflanze wild. Unbestimmte Frucht ernten. 5 giftige Holunder. Oh, wollen wir das? Alles ernten hier. Da steht's ja dabei. Wieso ist denn das, ist ja doof, wenn das dabei steht. Ja. Komm, ernte das Zeugs mal. Das Buch kannst du genau. Lies das mal unterwegs. Blue, guckst du nach der kleinen Maus? Bring die mal ins Bett. Kinderbuch lesen. Lies dir mal ein Kinderbuch vor und dann bring die mal ins Bett. Erziehung. Nee, Kinderbetreuung. Schlaf lesen. Ist dein Kinderbett erforderlich? Kriegen wir das nicht? Ist aber doof jetzt hier. Ist aber blöd. Jetzt haben wir da nicht mal ein Kinderbett hier. Das ist aber echt schlecht. Weil die kleine Maus, die braucht ja hier ein Kinderbett. Das ist mein Modern Treehouse. Ja. Das ist geil hier, oder? Komm. Als Fledermaus hier hinfliegen. Nee, kannst du mal als Fledermaus hier hin. Wieso kann man das Ding hier nicht machen? Da, Fußmassage, nee. Rose Gold Clay Handmassage anbieten. Mach das mal. So, und was hast du da? Stehst in dem Krams hier drin und liest es da, oder was? Ernsthaft? Komm, hast du das geerntet? Guck mal die Pflanze an, was ist das hier? Learning by doing. Hinten sind Glühwürmchen, oh, wie schön. Wow. Insekten sammeln. Komm, die musst du auch sammeln. Die kann man sammeln? Der Blue mag ja keine Krabbeltiere, aber du? Na? Du guckst so ungläubisch. Mit dem Buch in der Hand, das ist ganz stolz. Ich werde jetzt Kräuterkunde, Tussi. Ja. Oh, komm, schnapp sie dir alle. Wow, ein Regenbögenglühwürmchen. Der Fangbee findet sich in ihrem Inventar. Ja, liest mal weiter. Komm, Level 1 müssen wir heute noch schaffen. Was gibt's denn hier noch? Gibt's hier noch irgendwas? Gibt's hier noch irgendwas hier? Sieht nicht so aus, ne? Eigentlich war Sky ja schon da. Das Kramszeug müsste eigentlich gewachsen sein. Aber das ist alles hier noch nicht gewachsen. Hier, was soll denn das Scheiß hier? Mann. Wellness Level 2 erreicht. Blue, sehr gut. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Alles ernten hier. 5 Holunder. Alles ernten hier. Machen wir alles ernten. Gucken dann mal weiter. Vorbei am Dschungelrestaurant. Was gibt's hier noch? Muss doch irgendwas noch geben. Hier wieder nichts gewachsen. Ey, da ist die Schaukel. Wie toll. Nee, da ist, ich sehe nichts hier. Ich sehe nichts mehr. Da ist noch was. Basilikumstrauch. Kannst du auch mal ernten? Weiß nicht, ob man das braucht. Da hinten, guck mal. Oder hier. Oh, wie schön. Marienkrabbelkäfern. Was für Oschis, du. Boah, sind ja Tomaten groß. Alles ernten. Was ist das? Nochmal giftige Holunder. Also echt alles giftig, du. Da kannst du Tränke machen, Mädchen. So, springt sie durch die Nacht. Lass ja dein Buch nicht irgendwo liegen, ich sag's dir. Und ihr? Wir müssen jetzt leider in den Baumodus rein. Baby.enable free build. Zum Verändern unseres Grundstückes. Kleinkinder waren hier nicht eingeplant. Ja, tatsächlich. Komfort. Aber eigentlich gibt's auch diese Betten da, die man da eh kaufen kann. Aber ich glaube, das waren Selvadorada, ne? Diese Kinderbetten da, wo sind sie denn? Oh, wie schön das Bett ist hier. Oh, neues Bett.
Ja, ach, wie schön. Wow, wirklich mal Respekt, Leute, was ihr da wieder auf die Beine gestellt habt. Ja, Kinderbetten, da ist es doch, da ist eins. Und wir kaufen das hier. Oder das? Energielevel 1, das ist alles 1, ne? Ja. Ruby, du kriegst hier so eine Matte da. Du kriegst hier so eine Matte. Wo stellen wir dich hin? Das ist jetzt aber schwierig hier. Das ist aber schwierig. Komm, wir campen unter freiem Himmel. Da bist du gleich mal an diese Nachbarschaft hier gewöhnt. Hier. Rosie, bringst du mal die Ruby in den Schlaf, bitte? Komm. Komm, Ruby, in den Schlaf lesen, bitte. Rosie. Komm, was machst du denn? Komm. Wieso geht denn das nicht hier? Da muss auch gehen. Ist das wegen der Tanzfläche oder was? Das glaube ich jetzt aber auch nicht. Mann, echt mal. So muss es doch gehen. Geht's nicht? Wo ist denn die Ruby? Du schläfst schon. Oh, armes Kind, ne? Was macht der Daniel? Aufwecken. Rosie, komm, hergeflattert. Hol dein Kind ab. Komm, das wird schon werden. Rose schicken, geht nach Hause. Gehst du nach Hause hier. Kinderbetreuung in den Schlaf lesen. Hallo, ja, das wird schon, Mädchen. Deine Schwester muss jetzt hier was lernen. Sind schon wieder die Bären hier los. Ich hab mal Hunger. Oh, ernsthaft? Komm, kriegst du 20 Äpfel ins Inventar. Die kannst du jetzt essen. Jeps. Äpfel essen. Genau. Da steppt der Bär hier. Ich dachte, das sind Bananen-Leute jetzt. So. Und, wie sieht's bei dir aus? Bist du noch undergo hier? Kannst du das nicht weiterlesen, während du rumjumpst? Mädchen. Ruby in the Forest. Ja, echt mal. Violet natürlich. Ruby. Ich verwechsel die Namen immer. Ist so typisch, ne? So typisch. Go. Wenigstens klappt der Orientierungssinn hier noch. Komm mal schneller hier. Dun, 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 dun. Hat der da hinten die Augen gesehen? Drei Marienkäfer, sehr schön. Sehr schön. Guck mal, da kannst du schon einiges mit anfangen. Unbestimmte Frucht, was könnte das sein hier? So. Bamsoi fell neu hier. Kräuterkunde ist das Mädchen. Bist du düster? Oh, jetzt bist du traurig, warum? Einsam. Tja. Knuddel doch das Pullover mit du so. Ah, scheiß Viecher hier. Ja. Ja, keine Liebe. Eieiei. Blue, wo bist du? Bist du mit dem Creepy? Der ist auch schon wieder krank hier. Ist wieder typisch. Hallo. Hochheben. Hochheben. So. Komm, hochheben und dann als Fledermaus hier hinfliegen. Bitte mach das jetzt, Mami. Komm. Komm, das sind Schmetterlinge. Oh, die pupselt hier in die Windel rein. Das sind Schmetterlinge. Kannst du die nicht fangen? Schmetterling. Da, doch. Komm. Lass dich von Mama hier hochheben. Sonst musst du nach Hause geschickt werden, Mädchen. Was machst du jetzt? Lass ja das Buch hier nicht liegen. Hallo. Stopp. Alles ernten. Jetzt hast du die Schmetterlinge verpasst, du Nudel. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo die sind. Ich glaube, beim Bär irgendwo da. Nee, bei Rosie waren die doch. You want the soon. Jetzt sind sie weg. Oh, nö. Aber das sind noch Glühwürmchen. Hier, guck mal da schnell. Schnell. Komm. Insektensammeln. Jetzt wirst du auch noch Insektensammlerin hier. Da gibt's was. Guck mal, was gibt's hier? Zwiebelpflanze. Kann man auch ernten. Und Karotten. Man weiß ja nie, was man braucht für diese Brauerei-Sachen da. Oh, du Arme, ne? Sozial niedrig.
Der Blues soll dich mal aufheitern. Versuchen aufzumuntern, ganz klar. Über Träume reden. Tag verschönern. Verbrecherkumpan werden. So nebenbei mal, ne? Machen wir. Machen wir doch. Komm, dann lass mal die Zwiebeln da, ist egal. Lass mal die Zwiebeln da, komm. Warte mal auf den Papa. Papa kommt. Papa kommt angesprungen. Hier unser Flash. Vampirisches Laufen. Ich mach nicht schneller. Oh nein, unwohl. Nötige Nahrung. Und dann trinkst du was. Trinkst du was, trinkst du was. Ja. Dein Mädchen kommt schon. Die muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, weil wir haben jetzt auch wieder Tag gleich. Das ist nicht so easy beasy hier. Nee, nee. Das geht mal gar nicht so schnell gut. Aber die hat einen Schirm, das ist schon mal gut. Und es regnet, ist auch nicht schlecht. Ne? Weil wir Wolken, ist glaube ich nicht so schlimm. Super, hier machen wir Business hier, oder? Mit Kräuterkunde, wenn wir wollen Business machen. Ja, yeah, da hinten glitzert was. Alles ernten. Sind jetzt Verbrecherkumpanen, ja, sehr gut. Ja, weißt du, die Fliegen, die mag ich gar nicht. Aber eigentlich will ich schon Kräuterkunde machen. Am besten wäre es, wenn ich doch irgendwie Schreibenfähigkeit mache. Ach komm, machen wir mal ein Foto hier zusammen. Archie. Archie. Ach du Stinkstiefel. Immerhin ist sie jetzt orange. Oh nee, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Das heißt, die kommt wieder raus. Die kommt jetzt erstmals raus, ne? Eieiei. Das ist sogar der Sand matschig nass. Ey, was machst du jetzt? Du sollst es doch ernten. Oh Mädchen. Du bist manchmal echt schon ein bisschen komisch. Kann man wirklich so sagen. Zum Glück glitzert das Kram, sonst würde ich das überhaupt nicht sehen. Da hinten glitzert auch noch was. Ich sehe es da auch noch. Ah, ah, ah. Sakramentier. Jetzt hier habe ich doch. Guck mal. Jetzt schnappe das Zeug. Nochmal schnappen, genau. Und jetzt nochmal schnappen, nicht? Eieiei, Schirm schnell hochkommen. Ich hab dich da im Blick hier unten. Erstmal. Sehr gut. Du hast jetzt was gegessen hier. Du musst doch das Kram hier, die Plasmafrüchte da essen. Komm. Dreimal bitte, danke. Na? Schönes. Schönes Mädchen hier. Sehr gut. Na, liest du dein Kräuterkundeband. Kräuterkundeband hier. Krantband. Salamander. So, genau. Singt das jetzt hier? Nee, du putzelst nicht, oder? Es regnet voll gut hier. Dann kann ich keine Sonne hier putzeln. Putzt ein bisschen rüber. Ja, mach das mal ein bisschen an. Das ist auch gut. Selfie. Ah, wie geil. Ich finde es so witzig, die so zu beobachten. Briefe Nimmenu. Was für Sahne es hier gibt hier. Ist ja unglaublich. Ja, ja. Ich finde es toll, wenn es bewölkt ist. Es ist echt praktisch. Voll praktisch hier, ne? Mädchen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas brauen können. Du musst jetzt hier gleich Level 1 sein. Dann müssen wir das mal hinkriegen. Komm, das schaffen wir noch. Wir haben so viel schon geschafft. Kannst du das hier mal gleich probieren dann? Guck mal, jetzt wieder Leute hier den Müll hingeschmissen. Neben dem Mülleimer. Das sieht Unsinn, Sims. Hier, Levelaufstieg Level 2. Sehr gut. Was können wir denn da machen? Wir brauchen giftigen Holunder und Trauerbandlotion. Holunder und Glühwürmchen. Aber wir haben doch das Krams. Mich verarschen, wir haben doch die Glühwürmchen, was sind die jetzt? Marienkäfer und Regenbogenglühwürmchen, da haben wir doch. Giftiger Holunder, Deo-Creme, Glühwürmchen, hast du wahrscheinlich keine Dings hier, ne? Giftigen Holunder, ich dachte, wir hätten giftig. Achso, wir müssen das erst bestimmen, ne? Versuchen zu bestimmen. Genau, versuch mal das Ding zu bestimmen, das sind Schmetterlinge. Schnell. Komm ja auf zu lesen, Mädchen. Aber steck das Buch ein. Lass es ja nicht liegen, das war teuer. Danke. Schnell hol die Schmetterling. Schmetterlings. Hier, komm, 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 komm. Schnapp sie dir alle. Saba, wow. Hast du jetzt kaputt gemacht oder was? Nee, ne? Nee, hast du nicht. Komm, probier mal jetzt, ob es geht.
Geht nicht, ne? Verdammt, die Axt. Ich muss das Ding hier bestimmen. Versuchen zu bestimmen. 3 Jezebel-Schmetterlinge gefunden. Hm? Nom, nom. Ah, weißt du auch nicht, ne? Ist aber schlecht. Violet hat keine Ahnung, was das für eine Pflanze ist. Verbessere die Kräuterkundefähigkeit, um Pflanzen besser bestimmen zu können. Ja, super toll. Ich kann ja auch nicht irgendwie was kochen, damit es hier irgendwie klappt, sondern ich muss erst lernen. Dann lernen wir weiter. Na gut, dann lernst du halt noch ein bisschen hier. Komm. Ist okay. Wir haben ja hier. Ist halt alles schon so rot. Bitte mach doch mal jetzt was hier. Come on. Das kann ja irgendwie auch nicht sein. Ihr müsst da schon ein bisschen was hier sehr traurig. Guck mal das an hier. Apfel essen. Komm, erst den Apfel, sonst wirst du abgeholt. In der Stadt findet die Geekon statt. Ist jetzt voll gepumpt mit Äpfeln. Was hast du denn da? Eine Tamtam-Beere. Erinnert Sims an ihre Kindheit und löst eine Verspielstimmung aus. Willst du die Maus nicht mal baden? Wir haben keine Badewanne. Es war echt ein Scheiß-Ding hier, das auszuwählen. Ne? Es wird ja nur einige gegessen. Ich glaube, ich muss die hier drin anklicken, sonst denkt der Sim, er muss dreimal die gleiche essen und die ist dann nicht mehr da. Deswegen klicke ich hier jetzt mal. In der Hoffnung, dass das klappt. So, du schläfst jetzt. Ist auch okay. Und was mit dir? Du musst auch was saufen. Ihr habt eigentlich alles auf Maximum. Ihr müsst nur ab und zu mal eine Plasmafrucht trinken. Und selbst das bekommt ihr nicht hin, Jungschens hier. Arm verbrannt. Aua. Oh, was machst du auch für einen Scheiß? Echt mal. So. Und du liest hier noch ein bisschen. Ist gut. Mann, der Marty. Ja, ja, so ganz gefällt es dir ja noch nicht, habe ich das Gefühl. Ich glaube, es ist nicht nur mein Gefühl, es ist wirklich so. Jetzt gehen wir auch hier in die Strandwelt, ne, und es regnet, es ist wieder so typisch. Es ist so typisch wieder mal, ne, Daniel, hier. Gut, es ist eine tropische Welt, schon okay, aber schade. Zählt der Abstand, aber die sind auch verdammt nah da dran an dem Holz, an dem Grill hier, also mal ganz ehrlich. Komm, isst noch mal so ein paar. Flugzeugauto, Flotter Flitzer. Flotter Flitzer. Flotter Flitzer. So. Was ist denn hier los? Eieiei, das sieht aber schlimm aus, Mädchen. Du kochst ja richtig. Wo warst denn du? Ist deine geheime Grotte oder was? Oh, das sind sogar Schwänchen. Oder Entchen sind das ja. Ah, oh, hallo. Ente, Ente, Ente. Oh, die machen sogar Quack, Quack. Quack, Quack. Daniel freut sich über Entchen. Naja, so ist das halt. So ist es halt. Ich find's witzig. Es macht mir Spaß. Lu, du kannst mal hier was graben. Grab mal hier was, komm. Grab mal das Zeugskranz aus. Ist ja wie Klauen eigentlich graben. Kann man eigentlich das Klo oder so klauen oder irgendwie sowas? Nee, ne? Aber du kannst mal einen Mülleimer wühlen. Ist auch nicht schlecht. Ein Zitrin, weil der ist voll flott unterwegs, eigentlich total genial so als Vampir. Wir nutzen das gar nicht richtig. Normale Sims müssen da ewig laufen und er kann da einfach hinsprinten und das Zeug sich krallen. Das ist total geil. Ja, ich sehe aber keine Steinchen mehr. Blue, suchst du, kannst du nicht mal irgendwie den Hund Steinchen suchen lassen? Wo ist ein Creepy eigentlich? Creepy! Creepy, schläfst du noch? Oh. Das ist auch noch Bandwürmer. Ekelhaft hier. Und wieder was saufen. Ja, dann sauft doch halt. Mann, ist doch nicht zu fassen. Wie viele brauchst du denn da noch von denen? Wahrscheinlich verbraucht er zu viel Energie durch dieses Rumlatschen da, aber dann kriegt er eigentlich keinen Durst. Dunkle Meditation mal bitte machen und du auch. Ja, dunkle Meditation. Du auch. So, mach das mal. Ja, ja. Pack noch ein bisschen rum. Om nom, ich bin die Violette. Meine Titten glühen. Habe ich das jetzt gerade wirklich gesagt?
Manchmal hau ich auch sowas raus. Aber es ist nicht übertrieben, oder? Bin das eigentlich brav. Eigentlich. Blu, jetzt stell dich doch nicht hier vor das Ding hier, vor das Screenshotten. Ich hab deine Liebe, Mann. Ja, komm, unterhalte dich mal mit deiner Trulla hier. Über Plasma rumreden, genau. Über Träume reden, komm, mach das mal. Geheimnis ausplaudern. Fühlt sie sich wohl. Die Warteschlange von Blu ist voll. Ist okay. Ich bin so eine komische, verweckte Blume. Oh. Findest du da was? Nee, ist alles so langweilig, oder? Dir geht's nur schlecht, deswegen. Du bist traurig, weil keiner mit dir spricht. Sonst sieht es aus, wie wenn du traurig bist wegen diesem Dings hier, ne? Tag verschönern, komm, rede mal ein bisschen weit. Wegen dem Kräuterkunde, was bist du ja gar nicht. Blu, hör mal auf jetzt mit dem Scheiß und red mal mit deiner Tochter. Das kann jetzt mal nicht angehen. Ihr lebt noch ewig zusammen, hoffentlich. Eigentlich haben wir echt voll Glück, dass es regnet, weil sonst würde die Violet wirklich verbrutzeln, ne? Naja, ich glaube, ihr redet heute nicht mehr miteinander, ne? Kann das sein? Ich glaube nicht. Komm, rede nur ein bisschen. Na? Du, wir leben ewig noch. Also, chill mal. Ah, Papa, was willst du denn jetzt? Komm. Alles gut. Kohle und so. Willst du nicht mal Kohle verdienen, damit du CDs kaufen kannst? Papa, CDs gibt es schon ewig nicht mehr. Sonst wirst du eine Statue im Museum, ja? Oder Panzerfahrerin. Willst du das werden? Weißt du, es regnet. Irgendwie kotzt mich das an. Ich hätte gerne ein rotes Auto, aber es gibt da nicht mal Autos. Vor allem keine roten. Da musst du viel lernen in der Schule. Ja, klar, Papa. Du kannst irgendwann mal Baseball spielen, wenn so ein Pack mal rauskommt. Mann, es ist alles die Jahreszeiten rausgekommen. Das stimmt gar nicht, ist voll ewig her. Aber sozial steigt immerhin, oder? Bisschen. Bewunderung ausdrücken. Bewunderung. Macht ihr irgendwie auch nicht. Ihr ignoriert mich voll, ne? Liebevoll umarmen. Auch nicht? Ach komm, Baba, komm her. Na, schön, schön. Subi. Subi, Subi. Ja. Rap Zaya. Geh mir mal einen Kaffee trinken zusammen oder so. Du lernst erstmal, Mädchen. Nächstes Mal geht's weiter hier im Let's Play. Ja, das war's für heute mit unserer Vampire Family hier im Modern Treehouse. Das habe ich mal gebaut. Könnt ihr euch angucken und runterladen. Auch aus der Galerie, falls ihr das selber haben wollt. Müsst halt auch wieder ein Kinderbett hinzufügen und so, falls ihr ein Kleinkind habt. Und am besten die Stereoanlagen und die Lautsprecher entfernen, weil die habe ich platziert, bevor Jahreszeit rauskam. Wenn es jetzt regnet, gehen die halt gleich kaputt. Ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.